Im Verbundstudium absolvieren Sie gleichzeitig ein reguläres Vollzeitstudium und eine Berufsausbildung. Hierbei sind Sie zuerst ein Jahr in der Berufsausbildung und fangen dann mit dem Studium an. Die Vorlesungszeit verbringen Sie vollständig an der Hochschule München mit Ihrem Studium. In der vorlesungsfreien Zeit sowie in Ihrem Praxissemester sind Sie in Vollzeit in Ihrer Berufsausbildung, haben aber auch Anspruch auf betriebliche Urlaubszeiten. Am Ende haben Sie dann zwei Abschlüsse, einen Bachelor und eine Berufsausbildung. Achtung! Während Ihrer Berufsausbildung wird dringend empfohlen, auch die Berufsschule zu besuchen, um bestmöglich auf die IHK- oder HWK-Abschlussprüfung oder Steuerberaterkammer-Abschlussprüfung während des Praxissemesters vorbereitet zu sein. Beachten Sie, dass Sie für diese Variante zuerst einen Ausbildungsplatz haben müssen, bevor Sie sich für ein Studium bewerben. Sie können sich im gleichen Semester sowohl auf ein Studium als auch für eine Berufsausbildung bewerben. Wenn Sie eine Zulassung erhalten haben, dann können Sie Ihren Studienplatz rückstellen lassen. Im nächsten Jahr bewerben Sie sich mit Ihrem Rückstellungsbescheid und erhalten dann sicher Ihren Studienplatz. Achtung! Sie müssen sich separat bewerben. Eine Bewerbung um ein Studium ist nicht automatisch auch eine Bewerbung für eine Berufsausbildung und umgekehrt. Ein Studium im Verbund ist in vielen Studiengängen des Bereichs Technik und Wirtschaft möglich. Bei der Suche nach der dazugehörigen Berufsausbildung können Sie sich von Hochschule Dual, dem Netzwerk für duales Studieren in Bayern, unterstützen lassen. Ein Tool zur Betriebssuche finden Sie auch über den Dachverband www.hochschule-dual.de. Sie können aber auch eigenständig einen Betrieb suchen und mit Hilfe der Hochschule München erst zu einer Kooperationsvereinbarung der Hochschule München mit diesem Betrieb kommen. Zusätzlich muss ein Ausbildungsvertrag zwischen dem Unternehmen, der Kammer und dem Auszubildenden geschlossen werden und ein Bildungsvertrag zwischen dem Unternehmen und dem Auszubildenden vereinbart werden. Der Ausbildungsvertrag und der Bildungsvertrag müssen im Rahmen der Bewerbung an der Hochschule München hochgeladen werden. Natürlich unterstützen auch wir von der Hochschule München Sie gerne bei der Wahl und Entscheidung über ein dual studierbares Angebot. Sie finden alle Informationen dazu unter www.hm.edu/dual. Und durch unsere Online-Studienberatung können Sie eigenständig einen Termin bei unserer Beratung für dual studierbare Angebote vereinbaren. Sie finden uns unter online-studienberatung.hm.edu. Wir freuen uns auf Sie.